Ohne Wegmarken würden wir schnell die Orientierung verlieren und vom Weg abkommen. Das gilt auch und ganz besonders für die Finanzwirtschaft. Orientierungshilfen für den Bereich gibt es an jeder Ecke. Doch wie verlässlich sind sie? Ein Flugkapitän muss tausende von Flugstunden absolvieren, bevor er Passagiere sicher ans Ziel bringen darf. Ulf Überscher war mehr als 10 Jahre lang auf verschiedenen Kontinenten als Financial Manager tätig. Er kennt die Finanzplätze der Welt. Sein Wissen ist das Ergebnis langjähriger Studien an 4 der namhaftesten Universitäten. Heute ist er als Trusted Advising Family Officer nach Bremen zurückgekehrt. Sein Credo: Das Ziel meiner ganzheitlichen, unabhängigen und individuellen Finanzberatung ist es, dass möglichst in jeder Lebenssituation ausreichend Liquidität vorhanden ist, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Risiken des Lebens so gut wie möglich abgesichert sind und dass die strategische Vermögensplanung inklusive Vermögensnachfolgeplanung dergestalt ist, dass möglichst viele Ziele des Lebens erreicht werden. Dabei stützt sich die Finanzberatung und Planung, die Ulf Überscher seinen Mandanten bietet, auf eine breite Marktkenntnis, unabhängig von bestimmten Produkten. Der Allgemeinmediziner Dr. Bayer freut sich über eine finanzielle Rundumbetreuung. Herr Überscher betreut uns seit einigen Jahren in der privaten Finanzplanung, in der Finanzplanung der Praxis und also auch so in dem, wenn ich mal auf Rente bin, in der Ruhestandsplanung. Die Welt des Fußballs. Auch Tobias Duffner weiß sich bei Ulf Überscher in guten Händen, was die Vermögensplanung zum Ende seiner Spielerlaufbahn betrifft. Ich schätze halt an dem Ulf das ja, persönliche Verhältnis, die Vertrauensbasis, die da ist. Ulf Überscher betreut auch die finanziellen Belange von Afrikanern. Ich finde gut, dass Ulf durch seine Aufenthalte in Afrika die Mentalität der Afrikaner versteht. Breites Wissen, internationale Erfahrung und Unabhängigkeit in der Auswahl der Produkte sind die 3 Qualitätsmerkmale einer Finanzberatung, die Vertrauen verdienen. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Über ein persönliches Kennenlernen würde ich mich sehr freuen. Sei es bei Ihnen, sei es bei mir im Büro oder auch gerne hier in der Havanna Lounge Bremen.